Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, weil ja in einigen Bundesländern demnächst die Sommerferien beginnen und dann ganz viele wieder unterwegs sind, mit ihren Hunden auch und in den Urlaub fahren, dass ich mal eine Checkliste mache, was man alles mitnehmen muss für den Hund in den Urlaub. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist es irgendwie immer so, wenn wir wegfahren, dass wir dann immer dastehen und erstmal überlegen, so was brauchen wir denn alles. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ob man jetzt nur übers Wochenende wegfährt oder ob man jetzt 2 Wochen in den Urlaub fährt, ob man in Deutschland bleibt oder irgendwo ins Ausland fährt. Das sind halt eben so verschiedene Sachen, die man beachten muss, aber prinzipiell gibt es eben auch viele Sachen, die eigentlich immer in die Hundereisetasche gehören. Und für mich persönlich das absolut Wichtigste ist der EU-Heimtierausweis. Und zwar sollte man den immer dabei haben, egal ob jetzt in Deutschland oder im Ausland. Also im Ausland sowieso, aber auch in Deutschland würde ich den immer mitnehmen, weil das ist einfach ein Dokument, wo man nachweisen kann, dass der Hund einem gehört, dass der Hund geimpft ist und dass er geschippt ist. Das steht eben da alles drin und dieses Dokument ist auch unersetzlich. Also wir sind schon mal in den Urlaub gefahren und haben die Hundeleine vergessen. Das war natürlich auch ziemlich blöd, aber da kann man halt einfach in ein Geschäft gehen und eine neue Leine kaufen. Das ist jetzt nicht so das Problem, aber dieser Heimtierausweis ist nicht ersetzbar. Also den muss man dabei haben. Und das Zweite, was ich absolut unersetzlich finde, was man dabei haben sollte oder muss, das sind Medikamente für den Hund, also wenn der Hund welche braucht. Milo zum Beispiel bekommt seit seinem Kreuzbandriss so spezielle Granula, die der Arthrose vorbeugen. Und die müssen natürlich auch mitgenommen werden, weil wenn man unterwegs ist, da dann noch extra einen Tierarzt zu suchen, um die vergessenen Medikamente nachzukaufen, das ist halt nicht so einfach. Deswegen Heimtierausweis und Medikamente sind definitiv die Sachen, die unersetzlich sind und die man dabei haben muss. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, die muss man, also die sollte man mitnehmen. Aber wenn man es vergisst, dann kann man das auch eben im Notfall durch einen kleinen Besuch im Einkaufsladen ersetzen. Und dazu gehört zweifelsohne das Halsband. Wir machen das so, Milo hat hier an dem Halsband so eine kleine Tasche. Und in dieser Tasche sind zum einen natürlich seine Steuermarke und diese Tasso-Marke. Und dann hat er da aber auch, okay, der ist jetzt ein bisschen nass geworden und sieht ein bisschen verhunzt aus, aber wir haben da einen kleinen Zettel mit drin, wo unsere Adresse und Telefonnummer mit draufsteht. Da ist es natürlich sinnvoll, dass man die Adresse vom Urlaubsort dann auch raufschreibt und auf jeden Fall eben eine Handynummer. Und wir haben das sogar so gemacht, dass wir das auch in Englisch draufgeschrieben haben. Also gerade wenn man dann doch im Ausland unterwegs ist, wie jetzt, also wir waren ja in Schweden letztes Jahr, da ist es schon sinnvoll, das auf Englisch draufzuschreiben, dass einfach die Leute wissen, wo der Hund hingehört. Genau. Und neben dem Halsband ist natürlich auch eben die Hundeleine absolut wichtig. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sie dann doch mal vergisst, die kann man nachkaufen. Genau, dann ist natürlich absolut wichtig ein Hundenapf und natürlich auch Futter. Also das ist jetzt Milos normaler Napf. Wir haben auch noch so einen speziellen Faltnapf. Den nehmen wir auch ganz gerne mit, weil er sich halt einfach zusammenfalten lässt und dadurch sich überall verstauen lässt. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, wandern geht und einen Rucksack packen muss, dann geht ein Faltnapf natürlich sehr viel besser als der hier. Der natürlich groß und... Genau, und neben dem Napf sollte natürlich auch Futter mit dabei sein. Milo, wir drehen ein Video, da kannst du nicht dazwischen laufen. Geh mal aus dem Bild, dann komm her hier. Wir drehen ein Video über Milo, da möchte er natürlich dabei sein. So, mach mal Platz. Ja, mach Platz. Ja, fein. Also er hat jetzt neben mir Platz gemacht, ihr seht ihn nur nicht. Genau, also Napf und Futter. Dann finde ich persönlich auch ganz wichtig, auch für die Fahrt, also am Urlaubsort hat man ja meistens Wasser zur Verfügung, aber für die Fahrt finde ich eben so eine Trinkflasche ganz gut, wobei ich speziell von dieser Trinkflasche nicht so ein großer Fan bin. Also wir nehmen die schon immer wieder mit, aber erstmal passt da nicht sehr viel rein. Also gerade wenn man einen großen Hund hat, ist das irgendwie ja, nicht so toll. Und dann hatten wir auch schon das
Problem, dass diese Flasche ist und schon so oft ausgelaufen. Ich weiß nicht wieso, vielleicht sind wir auch einfach nur zu blöd, die richtig zuzumachen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall aber irgendwie eine Trinkflasche ist sinnvoll. Und was wir machen, wir nehmen eigentlich neben dieser Trinkflasche auch immer noch eine ganz normale Wasserflasche mit stillem Wasser für Milo mit, dass er halt einfach genug zu trinken hat. Wenn man doch mal auf der Autobahn mehrere Stunden im Stau steht, was ja bei Urlaubsfahrten durchaus vorkommen kann, dann hat man selber ja auch Durst und der Hund hat natürlich auch Durst. Zumal, wenn man steht, das dann funktioniert ja auch die Klimaanlage im Auto nicht und dann ist es sicher sinnvoll, ausreichend Wasser für den Hund mit dabei zu haben. Genau, ebenfalls sehr wichtig sind Kotbeutel. Und zwar, ja, also wenn man jetzt irgendwo im tiefen Wald spazieren geht, dann sammle ich Milos Kot auch nicht auf. Darf ich das in so einem Video überhaupt sagen? Ja, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall in der Stadt, auf Dörfern, in Vorgärten, egal wo der Hund da hinkackert, Kotbeutel mitnehmen, ausreichend genügend und den Hundedreck halt aufsammeln, weil ja, das ist sonst irgendwo uncool, ne? Dann als nächstes finde ich auch extrem wichtig, man sollte eine oder wir nehmen immer eine Zeckenzange auch noch mit. Milo hat zwar so ein Halsband um gegen Zecken, aber er hat dann trotzdem mal welche und dass man die halt einfach korrekt entfernen kann und dann nicht irgendwie mit der Pinzette oder den Fingern rumtun muss und dann unter Umständen noch den Kopf abreißt. Deswegen ist in unserem Gepäck auch immer eine Zeckenzange. Genau, was ich auch noch wichtig finde, was ganz oft vergessen wird, also ich bin prinzipiell kein großer Fan von Maulkörben. Ich finde halt einfach, ja, wie soll ich sagen, also es gibt ja viele Leute, die einen Maulkorb auch benutzen, dass der Hund eben nicht irgendeinen Müll auf der Straße frisst. Dann gibt es viele Leute, die Maulkörbe benutzen, weil ihr Hund aggressiv ist. Das ist alles in Ordnung. Ich selber habe es ja relativ einfach, weil Milo würde auch alles fressen, aber er gehorcht Gott sei Dank und aggressiv ist er nicht. Deswegen brauche ich normal keinen Maulkorb und ich bin auch nicht so der Fan von Maulkorben. Also jeder sollte doch irgendwie versuchen, seinen Hund so zu erziehen, dass er irgendwann mal keinen Maulkorb mehr braucht. Aber es kommt immer wieder vor, also wir waren schon so oft unterwegs, waren wir letztes Jahr in Salzburg und sind dort mit so einer Bahn zu dieser Burg hochgefahren. Und in dieser Bahn musste der Hund einen Maulkorb tragen. Und sowas erlebt man leider immer wieder. Also was heißt leider? Das sind halt einfach die Vorschriften, die gemacht wurden. Und deswegen halte ich es für sinnvoll und würde es jedem empfehlen, einen Maulkorb mit in den Urlaub zu nehmen. Wenn man mit der Bahn fährt, sollte man das sowieso tun, weil offiziell müssen Hunde in den Zügen der Deutschen Bahn einen Maulkorb tragen. Und es gibt immer mal wieder, also jetzt endlich nehmen die Schaffner das ja nicht so streng, aber es gibt schon immer mal wieder Leute, die dann halt doch verlangen, dass der Hund den Maulkorb auf hat. Und deswegen würde ich ihn einfach mitnehmen, dass man ihn dabei hat und ja, das macht es dann einfacher im Zweifel. So, und dann als nächstes, die habe ich jetzt nicht zum Zeigen dabei, aber wir haben natürlich auch immer noch eine Decke für Milo mit dabei, dass er einfach ja, in der Ferienwohnung oder wo auch immer man dann ist, seinen festen Platz hat. Ja, und dann ist es auch einfach so, also ich persönlich mag, ich hasse dieses Geräusch von Hundetatzen auf Laminat. Das ist furchtbar. Vor allem nachts, wenn dann irgendwie der Hund fünfmal seinen Schlafplatz wechselt. Ich wach davon echt auf. Und wenn er halt seine Decke hat, dann bewegt er sich einfach nicht so viel und liegt dann da gut. Und deswegen, und es ist halt für ihn auch so ein Rückzugsort. Und ja, deswegen nehmen wir eigentlich immer eine Decke mit in den Urlaub, wenn wir irgendwo hinfahren. Genau, jetzt habe ich noch ein paar Sachen, die nehme ich für Milo mit. Das muss dann jeder selber entscheiden, ob man das auch mitnehmen möchte. Aber das würde ich jetzt sagen, sind soweit die Sachen, die man wirklich braucht. Beziehungsweise wenn man es vergessen hat, dann müsste man das wahrscheinlich nachkaufen. Jo. Ich persönlich nehme dann immer noch mit einen Leckerli-Sack, der natürlich auch gefüllt ist. Und auch weiterhin Leckerlis. Also ich habe ja jetzt schon öfter in, glaube ich, diversen Videos erwähnt. Also ich bin so ein großer Fan von diesen Bosch Fruity Leckerlis.
Die sind halt einfach so schön klein und man kann die immer mal wieder zwischendurch geben. Und ja, ich mag die richtig gern und deswegen kommt halt eben meistens der Leckerlisack und die Bosch Fruities mit in den Urlaub. Dann kommt bei uns auch immer eine Bürste mit in den Urlaub, weil Milo ist ja langhaarig und gerade beim Strandurlaub, wenn er dann voll mit Sand ist, ist eine Bürste einfach sinnvoll. Also, dass man mal kurz den Dreck ausbürsten kann und ja, also bei uns kommt eben die Bürste noch mit. Und was wir auch immer noch mitnehmen, weil, ja, ist natürlich etwas Spielzeug, wir nehmen da nicht mega viel mit, aber meistens nehmen wir diesen Ball mit oder einen vergleichbaren. Ich mag diese Bälle, die eben dieses Band dran haben, weil ich bin ja, was Ballwerfen betrifft, furchtbar unbegabt. Also mit diesem Band kann man den Ball halt so schön schleudern und ja, das macht es mir einfacher. Genau, und dann, wie ich ja auch schon öfter erwähnt habe, ich habe ein Faible für Hundehalstücher und ich finde das immer so schön, wenn der Milo dann so ein Halsband um hat, also wenn man irgendwie essen geht und Milo macht sich auch hübsch. Deswegen kommen bei uns eigentlich auch immer Hundehalsbänder mit in den Urlaub. Ich habe jetzt mal zwei hier. Das eine ist sein Kanada-Halstuch. So, seht ihr das? Genau. Weil er ja aus Kanada kommt und manchmal muss man halt eben Kultur tragen. Und das zweite hat sich echt zu meinem Lieblingshalstuch gemausert. Das ist dieses karierte hier von Cavallo Sports mit der Pferdchenbordüre. Ich weiß nicht, seht ihr das? und das hat halt eben diesen Tunnel, dass man das direkt durch das Halsband fädeln kann und dadurch verrutscht es nicht und bleibt da sitzen, wo man es haben will. Und das finde ich einfach total schön an Milo. Genau, das sind so die Sachen, die wir jetzt mitnehmen in den Urlaub. Das klingt jetzt erstmal ziemlich viel, aber ja, also ich will jetzt nicht sagen, der Hund braucht eine eigene Tasche, so ganz so schlimm ist es noch nicht. Oh! Ich sehe gerade, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, wir nehmen natürlich auch immer noch ein Handtuch mit in den Urlaub, weil auch da spielt wieder die Rolle, dass Milo langhaarig ist und gerade wenn es regnet, ist er dann irgendwie plitschnass. Und standesgemäß verreisen wir mit einem, mit einem Milo-Handtuch. Damit das auch ja kein anderer aus Versehen benutzt. Genau, also das sind jetzt die Sachen, die wir mitnehmen. Eine spezielle Tasche oder so haben wir dafür nicht. Das kommt meistens alles in so eine Einkauf, also jetzt nicht in eine Plastikeinkaufstüte, aber da gibt es ja so diese etwas festeren, da kommt das alles meistens rein. Und dann hat Milo seine Urlaubstasche sozusagen. Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also ich glaube nicht. Ich schreibe die ganzen Sachen auch nochmal als Liste auf, dann könnt ihr euch das ausdrucken. Also wenn ihr wollt. Und wenn ich doch was vergessen habe oder ihr etwas besonders wichtig findet, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare rein und ich werde es dann auf der Liste ergänzen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.